Guten Morgen. Hallo. Ich fahre jetzt schnell Lukas in die Schule. Selina ist noch da, weil sie hat eine Stunde später die Fahrt mit dem Bus. Jetzt müssen wir uns echt beeilen. Auf geht's los. Ja. Tschüss, Luki. So, ganz knapp, aber wir haben es geschafft und ich stehe jetzt vor meinem Hausarzt, denn ich muss zum Blut abnehmen heute. Habe ich total vergessen gestern. Dora hat mich erinnert, ich muss nämlich wegen meiner Schilddrüse gucken lassen nach der Schwangerschaft, ob sich die Werte geändert haben oder nicht. Ich habe überhaupt keine Lust darauf, jetzt da reinzugehen. Aber ich glaube, ich bin die Erste. Ja. Oh Gott, ey. Was für eine Aktion. Gut, dass ich Blut sehen kann. Mir wurde Blut abgenommen und ich trottel. Schlepp mit dem Arm den Maxicosi und auf einmal sehe ich, das Blut fließt hier runter. Oh Gott, ich bin alles voller Blut hier. Na, in meinem Job muss ich auch Blut sehen, Gott sei Dank, weil sonst würde ich umkippen. Oh je, ich sag's euch. Und jetzt habe ich mir auch noch eine Zweitmeinung eingeholt von dem Arzt. Der ist zwar Kinderarzt, nicht für ganz kleine Babys, aber ja, Kinderarzt halt. Und ich denke, dass der das auch wissen muss. Wegen der Milchallergie bei der Kleinen. Das hat er das gleiche erzählt wie meine Kinderärztin. Ich will mir da immer zwei Meinungen einholen, weil ich weiß ja, dass die Ärzte auch nicht immer recht haben. Siehe bei mir in der Kinderwunschklinik, da hieß es, meine beiden Eierstöcke wären zu und ich bin schwanger geworden. Also von dem her, ja, aber er hat jetzt das gleiche gesagt und ja, der Heu beunruhigt mich immer, verunsichert mich immer mit seinem Gerede, weil die Kleine oft gespuckt hat gestern und so unruhig war, aber ich denke, das war von der Impfung und nicht von der Milch. Die Milch stinkt zwar wie, also richtig scheußlich, aber ich denke, sie muss sich da gewöhnen und ja, und seitdem sie die Milch kriegt, hatte sie kein Blut im Stuhl, also ich habe ja den Fall auch zum ersten Mal, deswegen gucken wir es mal ein paar Tage. So, jetzt sind wir zu Hause, ich habe mir ein frisches Pflaster hingemacht, die Kleine schläft. Und schaut mal, was ich aus dem Auto aus gesehen habe. Tada! Das gab es an der Bushaltestelle. Hinter der Bushaltestelle bin ich ausgestiegen und habe ein bisschen was gepflückt. Ja, jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus wie die kleinen Bübelchen da, oder? Ja. So gefällt es mir. Und jetzt räume ich ganz schnell. Oh, die Kinder lassen immer alles liegen hier. Räume ich schnell in die Küche auf. Und was zu essen machen, weil ich kipp gleich um, mir ist schon schlecht. Mir ist Chaos in der Küche. Muss schon einräumen alles. So, Video fertig geschnitten. Mausi Milch gegeben. Die tut mir so leid, dass sie so was Scheußliches trinken muss. Die arme kleine Maus, gell? Würde auch gerne ein Schnitzel essen. Aber bald gibt es ja Breichen. Noch 2 Monate, dann gibt es Breichen. Ja, dann musst du nicht so viel scheußliche Milch trinken, mein Schatz. Okay? Ja. Also mich hat ja total beruhigt, als ihr mir geschrieben habt. Also ich glaube, 3 von euch haben mir geschrieben, 3 oder 4 sogar, haben mir geschrieben, dass sie das kennen. Dass sie das auch hatten mit der Milch. Und ja, das hat mich dann auf jeden Fall beruhigt. Ich habe jetzt die Kleine hier hingelegt und werde jetzt schnell das Mittagessen schon mal vorbereiten, also hinlegen. Wenn ich dann komme, dass ich dann anfange zu kochen. Und ich wollte euch zeigen, wie ich die Deko hingestellt habe. Ich habe jetzt das so gelassen, wie es war hier. Da auch so gelassen, wie es war. Die schönen Blümchen sind alle ab. Und hier habe ich das jetzt so hingestellt. Bisschen viel, oder? Naja, ist nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt hier so hingestellt. Dann habe ich, also nicht viel Herbstdeko. Ich habe noch nie viel Herbstdeko gehabt. Aber, ja, brauche ich auch nicht so. Dann habe ich den Igel hier hingestellt. Und die 2 Pilze und den kleinen Igel habe ich jetzt hier hingestellt. Ja, und das reicht. Genau. Hier stehen übrigens noch die Flaschen von gestern. Die muss ich später ins Auto laden. Das mache ich auch, weil mein Auto steht jetzt hier vorne. Mache ich das gleich rein.
Und dann kann ich die Glassachen rausschmeißen. So, jetzt gucken wir mal. Ich will ja heute Schnitzel machen und die rote Beete. Das Rezept von meiner Oma. Ich habe bestimmt dran gedacht. Also, ich sag's euch gleich mal, bevor ich es vergesse. Und zwar nichts Kompliziertes. Man muss das einfach reiben. Dann nehme ich übrigens den Nicer Dicer. Dann mache ich das gleich in die Schüssel und in den Kühlschrank rein. Das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Zwiebeln. Genau. Und wer möchte, kann auch Meerrettich noch reinmachen. Ja. Ja, die müssen ja sowieso nicht im Kühlschrank, glaube ich. Lass die schon mal hier stehen. Dann mache ich Kartoffeln dazu und Schnitzel. Leider nicht selbstgemachte Schnitzel. Wir hatten ja Anfang der Woche frisches Fleisch, deswegen ja, gibt es jetzt Ohrhilfe. Fuck. Ich bin so bescheuert. Und gerade jetzt ist die Nachbarin am Fenster. Ich muss selber heute lachen. Oh, keine Wurst hier. Lass du auch die Mama aus? Die Mama ist ein Trottel. Oh, dein Ohr, mein Schatz. So, ich stehe jetzt wieder vor der Schule und beide Kinder werden abgeholt heute. Oh, es ist warm. Ich muss mal hier. Oh. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn Lukas nächste Woche seine Fahrkarte hat. Und die Kinder haben ja für die ersten 2-3 Wochen, glaube ich, so einen Paten, der ihnen alles zeigt mit der Fahrkarte und so, mit dem Bus fahren. Aber da die beiden gleich aus haben, Sena und er, kann das Selina ja übernehmen. Ne? Das macht sie ja gerne. So, Mama, sie kriegt jetzt ihre Milch. So, beide Kinder abgeholt. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir kurz zu Mühlmax und dänischen Bettenlager fahren. Leute, guckt mal, die sind Lamas hier. Keine weißen Kürbisse. Also wir sind jetzt bei dänischen Betten da. Haben wir was verpasst oder so? Irgendwie gibt es nirgendwo Deko. Herbst, alles weg. Das gibt's doch nicht. Oder wurde es erst aufgebaut? Nee, das kann nicht sein. Hier sind nur Kerzen. So, ich habe jetzt die rote Beete mal hier rausgeholt. Ihr müsst echt aufpassen, sonst habt ihr alles in rosa dekoriert. Das spritzt alles so. Das ist hier alles voll. Ja, auf jeden Fall nehme ich jetzt den Nicer Dicer, weil ich dachte mir, das ist praktisch, weil dann kann ich es da gleich drin lassen und in den Kühlschrank reinmachen. Ja, irgendwie mache ich jeden Tag Werbung in meinen Videos. Sorry dafür, aber ich mag das selber nicht, wenn jeder, wenn jemand dauernd Werbung macht, 100 Mal. Aber ja, das ist wirklich praktisch, das Teil. So, dann legen wir mal los. Ich habe leider keine Handschuhe. So, fertig. Und es ging so schnell. Also ich sag's euch, das muss sich jeder gönnen in der Küche. Es gibt ja auch kleinere Sets von dem Nicer Dicer, also richtig cool. Freue ich mich. Ich habe ja noch einen Rabattcode, genau, habe ich jetzt vergessen. Packe ich euch in die Infobox, wenn ich den gefunden habe. So, Essen ist fertig. So schaut's aus. Die Kinder wollten tolle Linis statt Kartoffeln. Und ich habe noch so eine helle Kräutersoße gemacht. Ja, wir essen jetzt. Ich habe so einen Hunger. So, ich habe jetzt die Kleine in den Kinderwagen reingepackt, denn Lukas und Roy sind schon eine Weile auf dem Fußballplatz jetzt. Ich habe schon eine Stunde und ich laufe jetzt dahin. Und dann können wir zusammen spazieren ein bisschen noch. Und Sena hat keine Lust. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich nehme noch eine Decke mit. Weil im Schatten ist es schon ein bisschen kühl um die Zeit. Ja. Ja. Ich komme, ich komme. Da sind die zwei Chaoten. Was ist? Wir sind an der frischen Luft. Ja, gell? Und gucken auf unsere Handys. Etwas. So, der Papi macht Abendessen für uns. Schön. Das mache ich. Drei-Gänge-Menü. Mach mal die Abendessen. So. Ja, Papi macht schon. Wie immer verabschieden wir uns in der Küche. Knoblauch. Morgen kommt meine... Ich habe Tzatziki gegessen, ja. Yeah. Morgen kommt meine Schwester,
Deswegen werde ich morgen nicht filmen, weil das ist immer so stressig mit dem Schneiden dann vom Video, weil ihre Kinder nicht drauf sein sollen im Video und sie auch nicht. Und deswegen will ich da keinen Stress machen. Aber ich nehme euch auf jeden Fall bei Instagram mit, das verspreche ich euch. Riecht mal diese Milch. Ja. Zeig mal die Packung. Vielleicht kennen das die Zuschauer. Das riecht nach Chlor. Ich weiß ja nicht, ob es nur das einzige ist ohne Kuhmilch oder ob es mehrere gibt. Ja. Aber die riechen wahrscheinlich alle so, weil alles synthetisch hergestellt. Wir danken euch fürs Zuschauen und bis übermorgen. Tschüss.